Nico Kogelbauer hat erst kürzlich vor Weihnachten bei der U25-Dreiband-Europameisterschaft in Murcia die Bronzemedaille gewonnen. Nach 5 siegreichen Partien ist dann gegen den späteren Sieger Schluss. Am Ende ist aber trotzdem froh über seine Leistung, weil er nicht sein Optimum herausgeholt hat. Damit hallo und herzlich willkommen aus dem KRONE TV Sportstudio. Und an seiner Seite ist auch sein langjähriger Begleiter Klaus Maurer. Servus. Hallo. Hi. Danke zunächst mal fürs Kommen. Ich habe jetzt schon in der Einleitung gesagt, zumindest konnte man der Pressemitteilung entnehmen, du bist nicht immer an dein Optimum rangekommen, hast nicht immer deine beste Leistung für dich gezeigt. Wie wird man dann trotzdem Dritter bei einer Europameisterschaft? Ja, also genau genommen bin ich kein einziges Mal an meine Topleistung herangekommen. Ich habe mich eigentlich das ganze Turnier über nicht so richtig wohlgefühlt, habe nicht in mein Spiel gefunden, hatte immer Kampfpartien. Das heißt, ich musste in jedem Match kämpfen, 100% geben. Und das war natürlich sehr anstrengend. Aber ich bin letztendlich froh, dass es, obwohl ich eben nicht so gut gespielt habe, dann durch meinen Kampfgeist es doch gereicht hat, dass ich aufs Podium gekommen bin. Klaus, jetzt muss man sagen, du warst nicht vor Ort, du hast das Ganze aus der Ferne mitverfolgt, warst aber bei jeder Partie mehr oder weniger dabei. Wie hast du seine Leistung im Nachhinein jetzt zusammengefasst beurteilt? Gab es für dich viele Höhen und Tiefen, so wie er das sagt, dass er wirklich nie an sein Optimum rangekommen ist? Ja, ich kenne ja in Nico sein Spiel und ich muss ihm auch wirklich von meiner Seite hier nochmal wirklich gratulieren zu dieser tollen Leistung. Wir wissen ja alle, dass wenn ein spezieller Auftritt, speziell bei einer Europameisterschaft U25, da geht es ja um was. Ne? Speziell wenn man jung ist, da möchte man gewinnen, sind dann ganz andere Voraussetzungen als in einer nationalen Liga. Und das hat er sehr gut gemeistert und hat bewiesen, dass er sehr viel Kampfkraft hat. Ja? Obwohl es nicht wirklich optimal gelaufen ist für ihn, trotzdem jede Partie gewonnen. Ja? Also, ich kann mich da noch auf die Viertelfinalpartie erinnern, bei der er, ich glaube, 2/3 war er zurück in der ganzen Partie, also oder 3/4. Und erst zum Schluss hat er die Partie gedreht und für sich entschieden. Das ist eine ganz starke mentale Leistung und kämpferisch und das muss man schon sehr anerkennen. Das Viertelfinale sprechen wir eh auch gleich an, aber ich denke, nach der Vorrunde im Achtelfinale hat man zum ersten Mal gemerkt, dass du nicht schnell und gut in die Partie hineinfindest. Ist das dann schon dieser psychologische Faktor, der dazukommt, dass es eine K.O.-Runde ist? Wie hat sich das dem Körper angefühlt? Ist man lockerer in der Vorrunde, weil man mehr Möglichkeiten hat, um weiterzukommen? Ja, also ich habe in der Gruppe schon kämpfen müssen und war dann nach der Gruppenphase froh, dass ich die Gruppe gewonnen habe und den Aufstieg geschafft habe. Das war so das erste Etappenziel natürlich. Und dann habe ich gehofft, dass ein bisschen der Druck nachlässt und ich ein bisschen leichter ins Spiel finde. Aber mein Gegner hat mir das sehr schwer gemacht im Achtelfinale. Er hat irrsinnig stark begonnen und es mir total schwer gemacht, bis unmöglich in mein Spiel zu finden. Und war, wie der Klaus das schon gesagt hat, sehr schnell, relativ weit hinten. Immer und dann jedes Mal, wenn ich mich herangekämpft habe, hat er wieder draufgelegt und es mir es echt schwer gemacht. Aber ich habe gekämpft und Druck gemacht und habe, wie gesagt, alles gegeben und dann hat es Gott sei Dank doch noch gereicht. Jetzt bist du natürlich ein langjähriger Routinier mit Erfahrungswerten, die er natürlich noch nicht sammeln konnte. Wie hast du versucht, auch in sein Spiel einzugreifen? Inwiefern hast du versucht, ihm dann auch wertvolle Tipps noch mit auf den Weg zu geben? Genau, es ist ein bisschen schwierig. Man darf natürlich, speziell wenn so ein junger Bursch so einen großen Bewerb spielt, ihn mit Informationen nicht versorgen. Man muss ja sagen, im Vorfeld, was ist gut gelaufen, ja, wo soll er dranbleiben? Und dann gibt es vielleicht so 1, 2 Dinge, die man sagt, bleib bei deinem Spiel oder bleib im Moment und versuch nicht den Gegner oder in das Spiel des Gegners einzutauchen, sondern man sollte bei sich bleiben. Das sind so kleine Tipps, die man so mitgibt. Man kann es auch überlagern, das bringt dann auch nichts. Also das haben wir dann meistens in so einem kleinen Chat oder habe ich dazwischen einmal kurz angerufen, um das verdiente Lob auch wirklich anzubringen. Ja. Kommen wir auf das Halbfinale nochmal zu sprechen. Du hattest davor 2 intensive Partien, wo du zurückgekommen bist und dich somit ins Halbfinale dann manövriert hast. Waren die beiden Partien vielleicht auch Mitschuld daran, dass du im Halbfinale dann so unausgeglichen warst? Oder war der Gegner einfach aufgrund des Heimvorteils, vielleicht auch aufgrund der Stabilität der Bessere an dem Tag?
Ja, also er war ganz klar der Bessere an dem Tag und natürlich so Kampfpartien kosten unglaublich viel Energie und das habe ich sicher im Halbfinale noch gespürt und vielleicht, nachdem praktisch alle Partien Kampfpartien waren, war dann noch irgendwo im Halbfinale dann dieser, auch der Wille weg, also dieser hundertprozentige Wille, jetzt alles zu geben, weil ich auch gar nicht die Kraft dazu hatte, aber auf der anderen Seite hat es mir mein Gegner auch unmöglich gemacht. Also er hat irrsinnig stark gespielt, der Spanier, der dann später gewonnen hat, der hat wirklich eine ganz, ganz tolle Partie gespielt und absolut verdient gewonnen. Mhm. Bist du aus der Ferne ein wenig traurig gewesen, dass dann der Schritt ins Finale nicht gelungen ist? Du hast das jetzt schon eingangs gesagt, du bist sehr stolz auf seine Leistung, vor allem was den Kampfakt betrifft. Ne? Ja, also traurig natürlich war mehr drin, weil zwei der Top-Favoriten im Vorfeld ausgeschieden sind, war ganz überraschend. Also die Franzosen sind ja mit zwei Top-Favoriten gestartet. Der eine ist der Gwendal Marechal, der ein Riesentalent auch ist. Und der ist wirklich, der war schon weg. Und ich habe mir gedacht, ich habe schon in Robert geschrieben, dass intern sage, jetzt haben wir wirklich die Chance. Es ist vorne etwas frei geworden. Vielleicht schafft der Nico den Sieg. Ja, das war jetzt im Vorfeld dieses Halbfinals. Dann hat die Partie begonnen und man hat gesehen, der Spanier findet fantastisch in das Match hinein, spielt taktisch klug und Nico hat von Anbeginn immer Bälle liegen. Wir kommunizieren das immer so. Das heißt, wenn er 10% da liegt, ist es sehr unwahrscheinlich, ins Spiel zu kommen. Ne? Das heißt, 10% Chance, das heißt, ich habe den Ball 10-mal stehen und mache ihn vielleicht maximal einmal. Das heißt, es kommt sehr auf die Positionen an, die man bekommt oder hinterlässt. Ja? Und das ist in Spanien fantastisch von der ersten Aufnahme an gelungen. Und Nico konnte, obwohl er wollte, nicht so richtig ins Spiel kommen. Ja, letztendlich ist man auch davon abhängig und er hat natürlich einen super Flow gehabt und deswegen kann man nicht einmal traurig sein, dass der Nico das, wenn man es gesehen hat, nicht geschafft hat, weil es hätte genauso umgekehrt passieren können. Ja? Also manchmal ist das Spiel sehr hart und bestraft einen für das, was man eigentlich nicht wirklich, dass man sagt, man hat schlecht gespielt, ne? Ja, und die schlechten Positionen bekommst, bist manchmal wirklich ausgeliefert. Ne? Mhm. Wie fällt dann das Fazit, vor allem nach diesem verlorenen Halbfinale aus, wo du gewusst hast, du bist fix auf dem dritten Platz, die Enttäuschung größer, die Freude, dass es überhaupt zu einer Medaille gereicht hat? Ja, natürlich war ich enttäuscht, weil Halbfinale ist wieder zweiter Platz, da ist man der erste Verlierer und im Halbfinale ist es ähnlich, da ist man schon so nah am Gold dran. Da war ich natürlich enttäuscht, dass es nicht gereicht hat, aber ich habe dann relativ schnell, nachdem ich die Partie analysiert habe, habe ich gesagt, ja, konnte ich nichts ausrichten. Und so wie der Klaus das schon gesagt hat, das ist halt Sport. Manchmal ist es so, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man und manchmal verliert man, ohne dass man was dafür kann. Und so war es. Mhm. Und nachdem ich auch schon das ganze Turnier nicht wirklich in mein Spiel gefunden habe, wäre es wahrscheinlich auch eher die Überraschung gewesen, wenn ich dann im Halbfinale auf einmal das beste Spiel gespielt hätte. Deswegen war ich dann eigentlich relativ schnell sehr zufrieden damit, vor allem eben unter dem, wenn man in Betracht zieht, dass ich eben nicht mein volles Niveau gespielt habe, ist ein dritter Platz absolut zufriedenstellend. Mhm. Das muss man auch sagen, 2019 war er schon Vize-Europameister bei den Junioren bei der U21. Das ist sozusagen die Bestätigung dafür, dass er auf dem richtigen Weg ist, würde ich mal behaupten. Richtig. Das ist sehr hoch anzurechnen in Nico, weil sehr viele junge Sportler natürlich, wenn sie einmal in diese Region kommen, das nochmal beweisen müssen. Sie setzen sich selbst unter Druck und mit dem ist der Nico sehr gut umgegangen und das bis zum Schluss auch wirklich ganz toll durchgezogen. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, da ganz hoch anzurechnen und ich denke, dass noch einiges folgen wird. Jetzt hast du diese zwei Titel innerhalb der letzten drei Jahre eingefahren. Wie fühlt es sich für dich selber an? Auch die Bestätigung für sehr viel harte Arbeit, die sich dann auch irgendwie lohnt? Und inwieweit soll jetzt deine Karriere fortgesetzt werden? Sie kann eigentlich nicht weniger erfolgreich werden, würde ich mal behaupten. Ja, ich bin sehr zufrieden, dass ich mich da nochmal bestätigt habe.
Und das zeigt auf jeden Fall, dass die Leistungskurve nach oben zeigt. Und das kommt nicht von ungefähr. Also ich trainiere sehr hart in der letzten Zeit und das war auch davor beim Weltcup in Sharm el-Sheikh, den ich 2 Wochen davor mitgespielt habe, habe ich auch schon ein sehr gutes Ergebnis für mich persönlich eingefahren. Das heißt, ja, die Leistungskurve zeigt nach oben und damit bin ich sehr zufrieden. Jetzt warst du im ersten Gespräch, das wir hatten, Ende September, relativ kritisch für meine Begriffe, was zumindest Zahlen, Daten und Fakten betrifft. Du hast gemeint, er steht bei 25-30% des perfekten Karambolspieles. 80-90% hast du gemeint, da müssten wir uns annähern, damit er an der Weltspitze dran ist. Wo ist er jetzt nach diesem Titel für deine Begriffe? Ja, es hat so einiges getan. Er hat ja vorher den Präsenztitel geleistet und hat natürlich nicht wirklich viel trainieren können. Jetzt schaut das Ganze ganz anders aus. Er hat sehr viel Praxis wieder gesammelt, ist stabil geworden, Technik ein bisschen verbessert. Wir sind doch jetzt auf einem Weg in die 40%. Wenn man sagt, man ist in diesem Bereich von 40%, kann man richtig beginnen zu arbeiten. Ja, weil dann sind die Sprünge zwar mühsamer, aber wenn man dann in den 60-70%igen Bereich vordringt, dann ist man ja schon unter den Top 50 der Welt. Und dann machen es diese 20-30% aus, ganz oben mitzuspielen. Ja, also 100%, den gibt es ja sowieso nicht. Ja, oder den 95%igen Billardspieler, den gibt es nicht, weil wir machen Fehler. Selbst eine Maschine wird das möglicherweise nicht zusammenbringen. Aber ich denke, er bewegt sich auf einem sehr, sehr guten Level, hat die ganzen Anlagen. Ja. Es wird sicher Spaß machen, die nächsten 2-3 Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten und seine Entwicklung zu sehen. Das wird sehr spannend. Nico, jetzt hast du auch im letzten Gespräch Ende September gesagt, du willst Profi werden, du willst in die Top 10. Wie viele Jahre gibst du dir Zeit, um dieses Ziel zu finalisieren? Oder sagst du, wenn es in 5-10 Jahren soweit ist, auch kein Problem? Naja, unter dem Gesichtspunkt, dass man in den Top 20 der Welt sein muss, um davon zu leben, ist 10 Jahre wahrscheinlich zu viel. Aber ich gebe mir natürlich Zeit, also jetzt auf jeden Fall mal die nächsten 2,5 Jahre, um in die Weltspitze vorzudringen. Und dafür werde ich alles geben und dann werden wir sehen, was passiert. Kommen wir noch zu einem namhaften, weltweit bekannten Spieler, Dick Jaspers, der ja auch mit Nico in diversen Einheiten zusammengearbeitet hat. Du kennst ihn jetzt auch schon ein wenig länger. Wie wichtig war vielleicht auch dieser Faktor, um ihn dann nach seinem Präsenzdienst im Herbst zu bekräftigen, dass er jetzt am Punkt seine Leistung bringt? Es war sogar sehr wichtig aus meiner Sicht und aus jetziger Sicht, dass erstens mal Dick ja gesagt hat, dass er für Eisenstadt in der Mannschaft spielt. Damit hat der Nico die Möglichkeit, ihn hautnah zu erleben und auch seine Interpretation des Spiels zu erfahren. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Wo hat man sonst diese Möglichkeit mit dem Weltbesten, aktuell Weltmeister in Sharm el-Sheikh geworden, zu trainieren? Also das ist ja wirklich großartig. Das Zweite muss ich auch erwähnen, Martin Horn aus Deutschland hat einen Weltrekord in Sharm el-Sheikh bei der Weltmeisterschaft aufgestellt. Vom Beginn an 20 Serie, großartig. Auch er ist sein Trainer und das macht mir natürlich ganz besonders stolz, dass er aus diesem Fundus schöpfen kann. Ja, weil da gibt es nicht viele Jugendliche, die genau so gecoacht werden können. Deswegen sage ich ganz toll, dass der Dick Jaspers bei uns in der Mannschaft ist. Jetzt hast du auch damals schon gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, ein Zugpferd zu haben, auf das man aufschauen kann, wo man sich vielleicht auch was abschauen kann. Und Klaus hat auch immer wieder gesagt, die Umsetzung ist immer das Schwierige. Das, was man im Training einstudiert, ist dann nicht immer leicht ins Match zu transportieren. Hat dir das vielleicht auch geholfen, dass du von einem richtigen Vollprofi siehst, wie es funktioniert, um für dich selbst dann auch mehr Sicherheit zu erlangen? Ja, ganz sicher. Also so jemanden hautnah zu sehen, ist perfekt, um sich selber zu orientieren, wo man hin muss und welchen Weg man gehen muss. Und das hat ganz, ganz sicher geholfen, sich zu entwickeln und eine Entwicklung zu schaffen. Dick Jaspers ist da natürlich perfekt für das, weil der gehört zu den Besten der Welt, ist jetzt gerade erst wieder Weltmeister geworden. Das heißt, ein viel besseres Zugpferd gibt es nicht.
Dick Jaspers, also eine lebende Legende, wenn man so will. Traust du ihm den großen Coup zu? Ich meine, ich will ja keine Vergleiche anstellen, aber ist er für dich wirklich einer, der in den nächsten Jahren in diesem Sport weltweit für Furore sorgen wird? Ich hole da jetzt kurz aus. Bei der Europameisterschaft hat es einen Moderator gegeben, das ist der mehrfache Weltmeister, Blomdahl, Torbjörn Blomdahl. Und ich sage das jetzt einmal so, Torbjörn Blomdahl hat sich nach der Europameisterschaft bei uns beim Verband gemeldet und er hat gesagt, er möchte mit Nico arbeiten. Er hat bei ihm Dinge gesehen, die sehr, sehr gut sind. Er hat auch den Shot of the Tournament, also das heißt, er hat den schönsten Ball gespielt, ja, seiner Meinung nach, und hat auch diese Anlagen und möchte sich mit Nico auseinandersetzen. Das heißt, wenn du mich fragst, hat er das Potenzial, sag, wenn der Weltmeister dieses Potenzial erkennt und möchte mit ihm arbeiten, ein Mehrfacher, dann würde ich sagen, ja, er hat das Potenzial. Ja, das hört sich auf jeden Fall mal sehr gut an. 2021 kann man auf jeden Fall einordnen als Erfolgsjahr für dich. Für viele Menschen war es wahrscheinlich während der Pandemie eher ein verlorenes Jahr. Aber was steht jetzt 2022 an? Wie sieht die Zielsetzung aus? Ja, jetzt im Jänner, also Ende Jänner, am letzten Wochenende, findet die österreichische Staatsmeisterschaft statt. Männer, also allgemeine Klasse. Da möchte ich mich natürlich gut platzieren, um auch Weltranglistenpunkte zu sammeln. Wo muss man da reinkommen, damit man Punkte sammelt? Viertelfinale. Mhm. Ab dem Viertelfinale gibt es Punkte. Und da möchte ich natürlich sammeln. Und danach, dann Ende Februar, beginnt dann wieder die Weltcup-Serie, beginnend in Ankara in der Türkei. Danach Ende März Las Vegas, dann Ende April ist Ho Chi Minh und so geht das dann weiter. Wie sieht deine Rolle dann 2022 aus? Ähnlich wie in diesem Jahr, wirst du es noch mehr intensivieren? Naja, ich beobachte das eher, sagen wir, vom Rande her, versuche dann immer gewisse Richtungen vorzugeben. Wir diskutieren ja auch im Hintergrund mit den Spitzenspielern, mit den Besten in Österreich, Andi Kronlachner, unser Pressereferent beim Verband, ist natürlich auch ein sehr guter Billardspieler. Das heißt, wir tauschen uns da aus, wir versuchen ein bisschen Struktur hineinzubringen, dass wir wirklich sehr schnell gute Erfolge erzielen, das ist ganz wichtig. Dann glaubt er natürlich auch selbst an sich, das ist auch gut. Und er muss ja auch das Gefühl haben, ein Team steht hinter ihm, dass alle ein Ziel verfolgt, also wir alle verfolgen das Ziel, in Nico nach vorzubringen unter die Top 20 in der Welt. Ja. Mhm. Dann auf jeden Fall besten Dank für einen erneuten Besuch. Würde mich freuen, wenn wir uns 2022 wiedersehen und dann hoffentlich mit weiteren Erfolgen. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Klaus. Okay, das war also das Gespräch mit zwei Carambol-Spielern. Nico Kogelbauer hat erst kürzlich bei der Europameisterschaft der U25 in Murcia die Bronzemedaille geholt. Nach vielen intensiven Kämpfen hat er sich das redlich verdient und er legt auch im Jahr 2022 den Gangschalter nach oben, will in die Top 10, will Profi werden, sich dort etablieren und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass er seine Träume verwirklichen kann. Bis bald. Boom, 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 boom.